Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 1371. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben die letzte Folge komplett damit verbracht, Glowstone abzubauen. Das war... Boah, war das dumm. Da habe ich sogar einen zu wenig. Naja, egal. Ja, genau. Um hier die Wege zu bauen, oder beziehungsweise schöner zu bauen, als sie jetzt gerade sind. Und das werden wir jetzt auch mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich habe wirklich wenig Plan, wie ich es machen möchte. Weil wir halt auch, und das ist das Schlimme, man könnte es jetzt so machen. Dass man einfach so Dinger zieht. Und die dann alle paar Meter bis da hinten. Das würde gehen. Es ist natürlich Schwachsinn, so wie diese Lags, die einmal pro Folge scheinbar sein müssen. Jetzt muss ich nicht mehr niesen einmal pro Folge. Jetzt habe ich mal einen Lag-Spike einmal pro Folge. Das ist natürlich auch schön. Ja, also bringt das was? Nee. Sieht's besser aus als Fackeln? Ja. Machen wir's? Scheinbar. I guess. So, Problem ist natürlich auch... wie viel Abstand machen wir denn? 3? Das ist ein bisschen eng, oder? Warte mal. 1, 2, 3, 4. 4? Also viel weiter würde ich nicht gehen. 5 würde ich jetzt nicht machen. Das ist nämlich dann jeder 5 da. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Also. 1, 2, 3, 4. Bumm. 2, 3, 4. Bumm. Kommen wir da überhaupt hin? Ja. 1, 2, 3, 4. Bumm. 1, 2, 3, 4. Das wird jetzt nicht sehr spannend für euch. Aber gut. Wir wollen es halt auch richtig haben, ne? Wollen ja auch, dass es schön aussieht. Ich sollte vielleicht zwischendurch direkt schon mal das Quarz machen, damit ich auch immer sehe, ob ich es denn richtig mache. Ich hatte auch überlegt, ob wir vielleicht Zweier machen. Also zwei breit oder zwei lang oder wie auch immer. Aber so finde ich das gar nicht mal so scheiße, wenn ich ehrlich bin. Das können wir auf jeden Fall erstmal so weiterführen. So. Okidoki. 1, 2, 3, 4. Bam. 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, bam. Ach, das waren die Frösche. Das hat sich gerade angehört wie diese Warzenschwein-Viech-Bastarde, die uns gestern zum Beispiel erschreckt hatten. Ich glaube, es war gestern. Da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf, weil, ich meine, die werden mich jetzt nicht killen. Aber chillig sind die trotzdem nicht. Okay, nee, das sah irgendwie da hinten kleiner aus. Ich weiß auch nicht. Naja, guck, genau deswegen machen wir das ja auch in Ruhe, damit wir es auch richtig machen. 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, bam. Bam's auch fast. Es kommt natürlich nicht perfekt mittig aus. Ich hoffe, wir werden nicht da irgendwo enden. Das wäre übel scheiße. 1, 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, bam. Und wieder Quarz dran vorbei. Das Doofe ist auch, das ist so eine Beschäftigung. Die ist super monoton und super einfach an sich. Aber wenn ich jetzt hierbei irgendwas anderes versuchen würde zu erzählen, wissen wir, glaube ich, alle, wie das enden würde. Deswegen tut es mir sehr leid, dass ich hier die ganze Zeit mitzählen muss. Aber ich glaube wirklich, dass ich die ganze Zeit mitzählen muss. So. Machen wir uns mal direkt alles an Quarz. Wir werden es ja bestimmt brauchen. Es ist so unnötig, weil man einfach fliegen kann. Egal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Das war falsch. Oder? Ja. So, ich glaube maximal noch 3, dann haben wir es. 3, 4, bumm.
1, 2, 3, 4, bumm. 1, 2, 3, 4, bumm. 2, 3, 4, bumm. Und dann waren wir auch. Guck mal, und dann passt das. Es passt exakt. Nicht zu der Lampe, aber zu dem Ding immerhin. Also das ist schon geil. Ne, der Abstand ist zwar, glaube ich, am Anfang nicht richtig. Aber im Endeffekt ist es mir auch egal, bin ich ganz ehrlich. Es ist ja generell ein schwachsinniges Unterfangen, was wir hier machen. Deswegen, ja. Ne? Reden wir nicht drüber. Ich will einfach nur, dass es hier oben ein bisschen schöner und ein bisschen freundlicher aussieht. Als es das halt noch tut. Und ich bin immer noch die ganze Zeit am Überlegen. Und ich hatte gestern oder heute im Laufe des Tages, ich bin mir nicht ganz sicher, wann es war, eine super Idee, was wir hier machen könnten. Und ich habe es einfach vergessen. Es war nichts Besonderes, aber es war irgendeine Idee, die ich vorher noch nicht hatte und seitdem auch nicht wieder hatte. Ich glaube, es war tatsächlich irgendwas wie einfach hier überall Erde hin. Das würde es freundlicher machen. Ja, das wäre natürlich keine schöne Erde, weil das diese relativ gelbbraune Erde wäre, aber es wäre trotzdem schöner als das schwarze Bedrock. Na, also so viel ist klar. Problem ist natürlich, die Slabs würden dann komisch aussehen, weil die ja dann einen halben Block tiefer sind. Bedeutet hier, die ganzen Slabs müssten wir dann auch alle einmal auf die obere Seite machen. Ich meine, das wäre jetzt nicht so schlimm. Das könnte ich zur Not mit dem Debug-Stick auch machen. Dann ist es einfach nur Rechtsklick drücken. Aber, was natürlich das andere Problem noch ist, das ist unfassbar viel. Und wie viel macht man dann und so weiter. Na, also ich würde es halt mal mindestens machen bis zu den Portalen. So, und wie viel macht man dann in die andere Richtung? Du kannst aber auch nicht so machen, dass du das meiste, was du siehst, machst, weil wie lange willst du denn bitte beschäftigt sein? Ne, also, wie viel Erde soll ich erstens holen und wie lange soll ich das bitte machen? Das geht ja nicht. So, und das nächste Problem, was wir haben, wenn wir jetzt sagen, wir fangen auch wieder hier an, ist natürlich, dass wir hier anders gehen müssen, weil wir sonst irgendwo da hinten landen. Ne, wir landen dann da, bei den Pilzen. Und da will ich nicht hin. Ich will ja dahin. Das heißt, wir müssen eventuell vier Blöcke gehen. 1, 2, 3, 4. Und dann nach hier. Das könnte funktionieren. 3, 4. Und dann nach hier. Warte mal. Hier und dann schräg. Okay. 1, 2, 3, 4. Und dann schräg. 1, 2, 3, 4. Und dann schräg. 3, 4 und dann schräg. 3, 4 und dann schräg. 3, 4 und dann schräg. Ich habe übrigens News bezüglich Motorradführerschein. Ich hatte dem Typ nochmal geschrieben, um dem, in der Hoffnung, dass ich eine Antwort kriege. Und dann hat er mich nicht nur in einer WhatsApp-Gruppe getan mit den anderen Fahrschülern, sondern auch mich jetzt gefragt, ob ich Donnerstagabend Zeit habe für die erste Stunde. Und selbst wenn ich keine gehabt hätte, ich habe sofort zugesagt, würde ich dann schon irgendwie freischaufeln. Weil nicht nur will ich jetzt endlich anfangen, sondern ich hatte erst noch, ich hatte vorhin dann noch Überzeugungsarbeit geleistet, dass ich halt genug Zeit dafür habe. Kann ich ja dann schlecht, wenn er dann einen Termin vorschlägt, direkt Nein sagen. Da kann ich doch nicht, Bruder. Tut mir leid. Das wäre ja auch blöd. Deswegen habe ich gesagt, ja, klar, kann ich da. Ich meine, bis jetzt habe ich da auch noch nichts, aber man weiß ja nie, was so das Leben vorbereitet. Nee, aber ne, es ist Sonntagabend. Ich habe keine Ahnung, was ich Donnerstag mache. Soweit plane ich nicht. Ich plane generell nie in die Zukunft. Deswegen keine Ahnung. Aber jetzt weiß ich zumindest, was ich am Donnerstag mache. Ich glaube, das ist hier tatsächlich ein ziemlich guter Maßstab, den ich hier gewählt habe. Oder ein ziemlich guter Abstand oder wie auch immer. Ziemlich gute Vorgehensweise. Ich hoffe nur, dass ich es richtig mache und mich nicht hier irgendwo einmal verzählt habe. Weil dann sind alle anderen auch falsch, ne? Das ist natürlich klar. 3, 4 dahin. 3, 4 dahin. Und ich hoffe, dass wir nicht zu weit nach rechts kommen. Das wäre auch tragisch.
weil da muss ich hier alles wieder wegmachen. Deswegen habe ich auch noch nicht das Quarz gemacht. Das ist falsch. Der kommt dahin. Ja. Deswegen habe ich auch noch nicht das Quarz gemacht, weil dann müsste ich das ja auch wieder wegmachen. 4 dahin. 3, 4 dahin. Und eigentlich wollte ich jetzt auch noch gar nicht aufnehmen, sondern ich wollte noch einen Film gucken und danach schnell aufnehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon aufnehme, kann ich mich ins Bett legen und den Film gucken. Und das ist ein bisschen angenehmer, als den einfach auf der Couch zu gucken auf dem iPad. Und ich muss danach nichts mehr machen und kann direkt pennen gehen. Und das ist natürlich dann auch nochmal angenehmer. Und da morgen sehr warm werden soll, glaube ich, ist ein bisschen angenehmes gar nicht mal so schlecht. Ah, wir kommen wirklich ein Stück zu weit rüber, ne? Scheiße. Nicht viel, aber wirklich nur so ein Stück. Und das ist noch blöder, als wäre es jetzt viel, finde ich. 3, 4, zack. 3, 4, zack. 3, 4, zack. Ja, okay, wir kommen halt auf die andere Seite. 3, 4, dahin. Da kommen wir hin. Das ist nicht exakt da, wo ich hin wollte. Das Ding ist, wir haben hier natürlich eh einen Zweier, was es eh komisch macht. Jetzt ist die Frage, lassen wir das so? Weil es sieht ja schon ganz gut aus. Ne? Und es kommt schon ziemlich perfekt eigentlich dahin. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir das machen. Ich meine, vielleicht mache ich den letzten doch nochmal weg. Der überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Aber die anderen machen wir jetzt erstmal. Okay, ich habe noch einen Stack. Das wollte ich schon sagen, als ob ich schon wieder kein Quarz mehr habe. Weil Quarz ist ungefähr genauso ätzend zu farmen wie Glowstone. Immerhin kriegst du da mehr von, weil du Fortune benutzen kannst. Was man ja entgegen meines lang gehaltenen Glaubenssatzes nicht mit Glowstone machen kann. Aber gut. Jetzt habt ihr irgendwann auch geschafft, mich davon zu überzeugen, dass das wirklich nicht geht. Dann haben wir ja das Experiment gemacht, dass das wirklich nichts bringt. Erst mit Silk Touch abbauen die Erze und dann nochmal mit Fortune, auch wenn ich immer noch nicht verstehe, warum ich das dachte. Weil bei irgendwas muss das ja dann so sein. Aber scheinbar nicht. Warum haben wir eben so Lag-Spikes im Moment? Ich muss echt mal die Mods updaten. Weil die Treiber update ich die ganze Zeit, aber die Mods sind immer noch die alten Versionen. Und it shows, scheinbar. Hattet ihr heute auch wieder so unfassbar geiles Wetter? Ich hatte heute, glaube ich, 3 kleine Wölkchen über den kompletten Tag verteilt. Ansonsten war es wirklich genau wie hier. Also, perfekt. Gestern war noch perfekter, weil da waren nicht mal die 3 Wölkchen, da war nichts im Himmel. Gar nichts. Aber ja, trotzdem geil. Insane geil. So. Und so. Natürlich. Warum habe ich das Leder? Was habe ich gekillt? Von diesem, war das dieses Rindschweinviech? Ja, ne? War kein Rindschwein, aber... Was ist ein Rindschwein? Ist ein Wildschwein ein Rindschwein? Was ist denn ein Rindschwein? Also entweder bist du ein Rind oder ein Schwein. Ja, das ist so ein Wort, das benutzt du immer. Aber wenn du jetzt gerade mal so abstrakt drüber nachdenkst, fällt dir auf, was das eigentlich für ein komisches Wort ist. Ich weiß es gerade nicht. Was ist denn ein Rindschwein? Es ist spät, ja? Und warm. Also, ich bin nicht auf Peak Performance gerade. Was zum Fick ist ein Rindschwein? Je öfter ich sage, desto bescheuerter wird es natürlich jetzt auch für mich. Das ist so, wie wenn du die ganze Zeit Vase sagst. Sag mal 30 Mal Vase und denk über das Wort Vase nach. Dann fällt dir früher oder später auf, was das für ein komisches Wort ist. Vase. Ich glaube, das kannst du natürlich auch mit jedem Wort so wirklich machen. Wusstet ihr übrigens, dass Angstschweiß die meisten Konsonanten in Folge hat. The more you know. Unnützes Wissen mit 8 at Heart. Ich trete in Tuddles Fußstapfen. Außer was das Lügen angeht, scheinbar. Da bin ich nicht bei.
Aber gut. So. Ich finde es eigentlich ganz nice. Ich finde nur, dass der Anfang nicht so schön ist. Das sieht irgendwie so ein bisschen clumsy aus, weil es aber halt auch in verschiedene Richtungen oder beziehungsweise Winkel geht. Wenn das jetzt beides in den 45 Grad da wäre, dann wäre es okay. Aber das hier ist halt deutlich spitzer. Das ist ja schon fast 90 Grad. Deswegen, das ist so ein bisschen doof, dass das halt nicht gleichmäßig ist. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich das hier schon ganz cool. Man kann tatsächlich diesen Weg auch nutzen, indem du echt gut darin bist, den Sprung zu timen. Dann geht's. Aber Spaß machen macht's echt nicht. Aber dafür ist es natürlich auch nicht gedacht. Und der hier wird natürlich dann nochmal weggetan und wird einen Block nach da oder nach hier gepackt. Das ist klar. Aber guck mal, wir haben 2 von 3 Wegen fertig und ich bin erst 1 Minute drüber. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.